Leute, da bin ich. Ich habe wieder eine kleine Pause gemacht von 2 oder 3 Wochen. Es war so nicht eingeplant. Ich hatte nur leider sehr, sehr, sehr viel zu tun und aber jetzt geht's weiter. Hoppala. Jetzt geht's weiter mit GTA. Hi. GTA 5 und ich versuche natürlich jetzt jeden Tag wieder ein Part hochzuladen und ich hoffe, ich schaff's. Radio aus. Tut mir leid, aber muss sein. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das wegen den Urheberrechten und sowas und bla bla bla. Alles für'n Arsch. Was ist denn das? Minuteman. Und ja, deshalb muss ich jetzt leider mal ein paar Videos ohne Musik fahren. Bis sich da irgendwas ergeben hat. Von wegen, wir dürfen's wieder oder wir dürfen's nie wieder. Und schauen wir einfach mal, ne? Pfosten hier. Ach, ich muss ja erstmal wieder reinkommen, ne? Wir haben ja heute schon Montag, den 13. Und ja, ich habe mit einem kleinen Video noch angefangen, also mit einer kleinen Reihe mit Dingens hier. Killzone Shadowfall auf der PlayStation 4. Ist so als kleines Dankeschön und als kleine Wiedergutmachung. Allerdings nicht als Let's Play, sondern nur als Walkthrough. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem einverstanden damit. Ja? Ja, das freut mich. Hauptsache, jetzt geht's weiter. Ich habe gesehen, Gronkh hat seinen GTA-Let's Play beendet. Insgesamt 105, 106 oder 107 Videos. Irgendwie sowas hat er geschafft. Schauen wir mal, ob ich auch da dran komme. An 106 oder 107 Videos. Ach, guck mal, hier Biker. Tschüss. Ich baue das Moped doch nur, es ist schneller. Alter! Lass mich in Ruhe! Knall mich nicht ab! So. Diese Pisser hier. Immer diese Biker. Ach, guck mal, ein Quad. Ich weiß nicht, muss ich den Wagen da hinten überfallen oder einfach. Oh, guck mal, Wanda. Da. Ja. Ich bin gespannt, ob das Spiel auch für die PlayStation 4 und für die Xbox One rauskommt und für den PC. Weil. Hoppala. Da dürfte die Grafik ja noch ein Stückchen weitaus besser sein, obwohl ich sie hier ja auch schon für eine alte Konsole, also relativ alte Konsole, relativ beeindruckend finde. Ach, den Wagen brauche ich. Cool. It's you. What are you idiots up to, huh? Миссис, это шайм честь Америки. Это предназначено судьбою. Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей. Fella can't speak two words of English, but he knows this is the best country. Jesus. Hey. Hey, what's that? Illegals ruining the place. Come on. Come on, let's go. Let's go. Get in. Rachen. Ah, jetzt darf ich schon wieder hier so Park Ranger spielen. You still got that stun gun? Oh, good man. Always prepared. Aber immerhin habe ich die Sirene an, ne? Oh, the depths all troll for 500 bucks. You two are completely loco. If you'll forgive my use of Spanish, you do know what that means, right? Die quatschen jetzt schon wieder. Die ganze Zeit beim Autofahren quatschen die.
We had our eye on this fella for a while. Illegal farming, bartering of goods, deep into a shadow economy. Okay, get me in close so I can incapacitate him humanely. So, da ist er ja. This is a citizen's arrest. Komm, die Olle da. Die will ich. So, den habt ihr, bitteschön. Ach, guck mal, da liegt ja Geld. $11. Good work, boys. Zementfabrik. For the cement factory. We got reports of more illegals working over there. Cement factory. Where are you taking me? This is a kidnapping. This is time for you to go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have my papers right here. Oh, yeah? Well, let me see that. Oops. Из рук выскочили. You won't get away with this. I'll report you. You want to report me? Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as I've ever been about anything. Jesus, you're a real fuckwit. There, there on the bike. Step on it, Trevor. Well, now that's an admission of guilt if I ever saw one. Probably cartel members or child molesters. Come on, hit the gas. All I want to do is work menial jobs for abysmal pay. Was sind sie denn? Benefits. Нам не нужны дешевые товары, которые они производят. And do they report that income? Da vorne. Sorry. Much like the income I'm receiving for current services rendered. What are you talking about? I pay my taxes. Yeah, well, you tell it to the extradition panel, buddy. Go, go, they're getting away. Полетели! Nein. Oh, sauber, bleib. Einmal umdrehen. Und jetzt so bleiben. Danke. For the love of God. Was? Ja, oh nein, jetzt fängt das schon wieder an. Ja, bla bla. Aber was ich noch erzählen wollte, ne? Hier so von wegen Gronkh hat über 100 Videos und sowas, ne? Ich hab mir aber keins angeguckt. We didn't do nothing. Well, now that's an admission of guilt if I ever saw one. Probably cartel. Ja gut. Or child molesters. Who the hell are you guys? Who the hell are we? Well, we are Americans. Ich hab mir nur ein, zwei mit Sarah da zusammen angeguckt und mit dem anderen, wie die online gespielt haben. Das finde ich relativ lustig. Online kommt demnächst auch noch von mir. Online kommt demnächst auch noch von mir, GTA Online. Ja, das könnt ihr mir glauben. Bin ich noch am überlegen, ob ich das alleine mache oder... oder ob ich mir noch jemanden dazu hole ins Boot. Ja, ich gebe ja schon Gas. Ja, die Kiste ist nicht das beste Geländefahrzeug. Es tut mir leid. Boah! Ja, jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie wieder weg. Tut mir leid. Aber wie willst du mit so einem Auto durchs Gelände brettern? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. We didn't do nothing. Well, now that's an admission of guilt if I ever saw one. So, jetzt aber. Cartel members or child molesters. Oh, look at him. Where's the moral code, huh? Half the country's on spring break. So, jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen. Ah, den ersten habe ich.
We'll come back for him. Don't let the other one get away. So, den hole ich mir jetzt. Civil Border Patrol, run and I'll put you down again. You understand me? Okay. Jetzt zappelt einfach nur. Yeah, yeah, underlay, underlay. Come on, move. In the vehicle now. I said move or I will zap you again. I'm getting in, okay? Crazy assholes. Crazy assholes. Sammle den anderen Verdächtigen auf. Das mache ich. I thought I had an irrational hatred for my fellow man, but you two are something else. Please, I have a family. Well, that ain't my problem, sir. You've outstayed your generous welcome offer to you. Wo ist er denn? Da liegt er. What? I have a visa. It's in my passport at my house. Ты арестован за преступление против демократии. What? Go car, go now. Okay, Jesus. Двигай, или я тебя заставлю двигаться. Go, go, fucker, go. Take it easy, I'm going, I'm going. So, den haben wir. Wohin geht's jetzt? Jetzt habe ich drei Stück. Well, good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Ach so. Ja, aber warte mal. Bring mich mal wenigstens noch zur Straße. So gütig seid ihr, ne? Out of the car, citizen. That's in order. Tschüss. So I just get left here? We made Uncle Sam proud today. So, dann gib mir mal wenigstens... Und das Wohnmobil hier. Speichern, ja, ja, komm, speicher ab. Der Kerl, der rennt einfach weg und lässt seine Frau hier liegen. So. So, ein Konvoi transportiert militärische Ausrüstung bei HS. Ich würde sagen, ach, guck mal. Da bewegen wir uns direkt erstmal hin, ne? Da bewegen wir uns hin. Ja, habe ich das schnellste Auto genommen, gefunden und genommen. Ein schönes Wohnmobil. Ne? Können wir auch ein bisschen Chris kochen fahren jetzt. Ich habe ja, ich bin ja inzwischen bei Staffel 4 angekommen von Breaking Bad. Risch geil, risch geil. Sag ich, risch geil. Tut mir leid. Oh, guck mal, wieso habe ich das kaputt gefahren? So. Einen Moment mal bitte eben. Ich brauche einen Schluck Getränk. Ah, das mundet. So, weiter geht's. Habt ihr euch eigentlich Vorsätze gemacht fürs neue Jahr? Ich meine, wir haben ja 2014, jeder hat irgendwelche Vorsätze von wegen aufhören zu rauchen. Ah, look at that. You gotta love rural America. Was ist das denn? Ah ne, das muss ich jetzt nicht machen. Noch nicht. So, da hinten kommt er. Da ist er. Fang die Militärausrüstung ab. Hallo.
Finde ich aber gar nicht nett hier. Das ist wahrscheinlich die falsche Taktik. Ah ja, warte. Er kocht ja hier schon Crystal Meth. Von daher passt das ja mit dem Wohnwagen und so, ne? Was hört er denn hier für Musik? Das wollen wir nicht. Wie gesagt, den Grund, wie schon gerade den Grund erwähnt, YouTube-Urheberrecht, neues Programm, bla bla, alles scheiße. So. Die verfolgen uns nicht mehr, oder? Doch, schade. Schießen die auf uns, die Drecksäcke, oder was? Aber immerhin habe ich dann die Militärausrüstung schon mal alles geklaut. Ich weiß gar nicht, was wir als letztes gemacht haben, so wofür ich die brauche. Das habe ich ein bisschen... Ach, guck mal, hinter uns ist ja einer. Ah, die schießen auf mich. Die Pizza. Na, könnt ihr das auch? Ich glaube nicht. So, stellen wir das einfach mal hier ab. Das LKWchen. Oh oh. Jau. Das war natürlich sehr, sehr scheiße von mir. Sehr kacke. Sehr, sehr kacke. Sehr scheiße.